Poggiardo Ortschaft befindet sich im Herzen der Lecce-Provinz und erstreckt sich ins Hinterland der Halbinsel Salentos. Ihr Gebiet gehört zum Gemeindeverband Ostländer, zusammen mit Otranto, Muro Leccese, Uggiano und Giordignano. Die reiche flache Landschaft umschließt das gesamte Gebiet und wird von den Hängen der Erhebung von Poggiardo verschönert, die mit ihren geringfügigen Erhebungen ihr gesamtes Naturerbe kennzeichnet. Bewaldete Flächen fächern sich Richtung Minervino Gemeinde und charakterisieren sich durch breite Grünfläche, wo man die typischen Exemplare, Tieren und Pflanzen der Macchia Mediterranea bewundern kann. Dank der Fruchtbarkeit des Gebiets hat sich jahrhundertelang die Agrarindustrie entwickelt, die noch heute in Poggiardo eine wichtige Rolle für die Getreideproduktion und für den Olivenanbau hat. Auf diesem Gelände wurden seit jeher fortschreitende menschlich bedingten Veränderungen der Landschaft gemacht, besonders während der Zeit der Messapia, als die Umgebung von der mächtigen Stadt von Vasse beherrscht war. Heute gehört die Ortschaft zur Gemeinde von Poggiardo. Poggiardo Ortschaft bewahrt ein historisch-künstlerisches Erbe von großem Interesse auf. Es handelt sich um eine jahrtausendealte Geschichte, die mit der Zeit der messapischen und später byzantinischen Ansiedlungen anfängt und sehr viel von der früheren Neuzeit geprägt ist, als die Adelsfamilien prunkvolle Gebäude und Paläste bauen ließen. Ab 1572 wurden die Präleten von Castro hier wegen der türkischen Übergriffe geschützt. Die Türken drohten den Bischofssitz, der 1818 zerstört wurde. Poggiardo bietet nicht nur die historisch-künstlerische Schönheiten der Stadt an, aber auch Professionalität und Gastfreundschaft. Das Hauptziel ihrer Gemeinschaft ist ein Kulturtourismus, der in der Lage ist, nicht nur die Glaubwürdigkeit der Orte und auch eine kompetente Gastfreundschaft anzubieten. Die Ortsmitte von Poggiardo ist sehr interessant. Überblick großer sozialer Veränderungen, die diese besondere Gemeinschaft von Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert charakterisiert haben. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts begann die Ortschaft ein bemerkenswertes Wirtschaft- und Bevölkerungswachstum. In dieser Zeit wurde Poggiardo Hauptstadt der Umgebung und Sitz der Königsgerichts. Der Wochenmarkt ist noch heute sehr wichtig und trägt dazu bei, die Ortschaft ein bedeutsames Einkaufszentrum zu machen. Diese wunderschöne Ortschaft wurde von dem Bau imposanter Residenzen der großen Adelsfamilien verziert. Architektonisch sehr schön ist zum Beispiel die Villa Episcopo. Sie ist für ihren Park aus dem 19. Jahrhundert berühmt, der sich am Anfang der Ortsmitte befindet. Die Villa gehört heute der Gemeinde an. Die gewissenhaften Besucher können noch heute die alte Stadtplanung bemerken, die einst von der Stadtmauer geschützt wurde. Das imponierende Bauwerk des Herzogs Palazzos erinnert die typische Architektur des Palazzos des Landes von Otranto. Das Gebäude wurde Adelshaus, Symbol der feudalen Macht, die hier in Poggiardo sich jahrhundertelang mit der Erbschaft der Familie Guarini identifiziert hat. Die Formen der Verklärung Christi gewidmete Pfarrkirche erinnern die Architektur des 18. Jahrhunderts.
Oben auf dem Portal steht das Stadtwappen des Universitas von Poggiardo, ein Hochsee und eine Trommel einer kannelierten Säule. Im Inneren bewundert man die Seitenaltäre, die reich an Gravierungen und Dekorationen sind, die den Stil und den Geschmack der Künstler des 18. Jahrhunderts erinnern. Andere Sehenswürdigkeiten ziehen den Besucher an. Wenige Meter von der Pfarrkirche entfernt im Untergeschoss erstreckt sich ein der byzantinischen unterirdischen typischen Denkmäler der Salentinischen Halbinsel, die Krypta Heiliger Maria der Engel. Das Denkmal stammt aus dem 10. Jahrhundert und wurde im 18. Jahrhundert restauriert, um das wichtige auch mittelalterliche malerische Erbe zu schützen und aufzubewahren. Deshalb wurden die Fresken fortgetragen, um die Restaurierung und die richtige Aufbewahrung zu ermöglichen. Heute kann man sie beim Museum der Fresken in den unterirdischen Räumen von Episkopoplatz bewundern. Die Ausstattung des Museums wurde geplant, um die ursprüngliche Anordnung der Fresken zu halten. So kann man eine wirkliche historische Wahrnehmung der unterirdischen Denkmals Heiliger Maria der Engel haben. Man versenkt sich in den typischen Farben und Formen der byzantinischen Welt, die hier jahrhundertelang eine italienisch-griechische Gemeinschaft gebildet haben. Eine echte religiöse Hingabe des Volks, die noch heute die Erbschaft dieses wunderschönen Landes kennzeichnet. War einst eine sehr wichtige messapische Stadt des Salentos und ist heute eine Ortschaft von Poggiardo. Einige alte Spuren können in dem imposanten Park der Krieger bewundert werden. Er ist nur wenige Kilometer vom bewohnten Gebiet entfernt. Auf der berühmten Karte von Soleto, einer der ältesten Kartenherstellungen der Antike, stand die Ortschaft unter dem messapischen Namen Basta, der in den Werken von wichtigen griechischen und römischen Geographen, unter denen Ptolemäus und Plinius, zitiert wird. Die Gemeinschaft von Basta blähte während des römischen und byzantinischen Reichs, aber wurde dann tragisch von den Normannen während der Hälfte des 12. Jahrhunderts unter dem Reich von Wilhelm I. zerstört. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich die Raumplanung von Basta dank der Feudalherren des Orts. Sie wurde auf den alten Resten der Stadt erbaut und entspricht heute der Ortsmitte, wo besonders der Baronenpalazzo und die Pfarrkirche zu sehen sind. Die Pfarrkirche wurde der Madonna delle Grazie gewidmet. Sie wurde mit neuen Gestalten aus dem 18. Jahrhundert dank der Gunst des Barons Ippazio de Marco wiedererrichtet, welcher die neue Errichtung des alten Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert förderte. Die Fassade hat schlichte und feierliche Gestalten und ist in zwei Ordnungen geteilt. Auf dem Portal aus Stein steht das Stadtwappen von Basta. Im Inneren findet man ein einziges Kirchenschiff, auf deren Seiten die Seitenaltäre sind, die nach den Gewohnheiten der Kunst des späten 18. Jahrhunderts eingraviert wurden. Neben der Pfarrkirche liegt der Baronenpalazzo, der noch heute die deutlichen architektonischen Spuren seiner militärischen Herkunft zeigt, die von der Anwesenheit des schlichten viereckigen Turms beweist wird. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit von den Lehensherren des Orts erweitert und verändert, um es einen bequemen und angesehenen Adelssitz zu machen. Heute kann man in den breiten Räumen des Gebäudes das archäologische Museum besichtigen,
das unter den wichtigsten kulturellen Einrichtungen der Provinz Lecce ist. Bemerkenswert ist vor allem das historische Erbe der alten messapischen Stadt von Vaste. Einzigartig sind die Zurichtungen der Gräber des Ritters und des Athleten, die im Zuge der Ausgrabungen des Jahres 1985 gefunden wurden, die von der Università degli Studi di Lecce gefördert wurden. Eine Reise durch die künstlerische Tradition dieser sehr alten Ortschaft, wie die sogenannten Trocellas, typische Vasentypen der messapischen Zeit, oder die rotfigurige Vasenmalerei beweisen, die von den Archäologen dem sogenannten Maler aus Vaste zuerkannt werden. Nennenswert ist der sogenannte Tesoretto, Schätzchen, der von 150 Silbermünzen gebildet ist. Sehr interessant für den Besucher ist eine Sammlung von Spielsteinen aus Elfenbein, ein rares Spiel der römischen Zeit. Das Archäologische Museum ist aus kultureller Sicht sehr innovativ und modern. In einer Seite des Palazzos, wo es auch eine charakteristische Zitrusfruchtplantage gibt, kann man sich in dem eleganten Museumcafé entspannen, das von den salentinischen Jugendlichen für die genießbaren Aperitifs und die wunderbare Musik bekannt ist. Vaste ist eine Perle der jahrhundertealten Geschichte des Salento, die dem Besucher das wichtige kulturelle, mit Verstand und Anstand aufbewahrte Erbe zeigt. Die Geschichte von Vaste und Poggiardo wird in den großen kulturellen Szenerie des Parks der Krieger noch dynamischer und lebendiger. Der Park erstreckt sich über ein 20 Hektar großes Gebiet, wo sich auch die wichtige archäologische Stätte des messapischen Erbes der ehemaligen als Vaste bekannten Stadt befindet. Das imposante Portal stellt den Beginn der historischen Reise in der Vergangenheit dieser Ortschaft dar, der eine lange Zeitachse enthaltet, die in den Jahrhunderten von der Geburt Christi anfing. Man kann die Entwicklungen der Fertigungen beim Landgut Pizzinage bemerken. In einigen Teilen werden die imposanten Gemäuer 8 Meter dick. Sie wurden zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert vor Christus errichtet. Man entnimmt die kulturelle Geschichte der Ortschaft Vaste beim Landgut Melike, in der nördlichen Seite der Ansiedlung, wo man die alte Nekropolis aus dem 5. Jahrhundert vor Christus erblicken kann. Wenn man das Landgut Giuliano besichtigt, bemerkt man die Entwicklung von Vaste während des Römischen und Byzantinischen Reichs. Hier ergeben sich die Hinweise eines alten frühchristlichen Friedhofes als Martyrium heiliges Stephan bekannt. Er entstand in der Nähe einer Kirche, die in ihrem Grundstein die architektonische Entwicklung vom 5. bis 10. Jahrhundert aufbewahrt. Immer noch dem ersten christlichen Märtyrer ist die typische unterirdische byzantinische Kirche Heiliger Stephanen vermutlich aus dem 10. Jahrhundert gewidmet. Das in den Felsen gehauene Gebäude hat im Inneren 3 Kirchenschiffe. Die Wände zeigen das wertvolle malerische Erbe im byzantinischen Stil von Fresken, die zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert gemalt wurden. Sehr wichtig ist darüber hinaus der Kulturraum, wo man die Wohnungen der messapischen Zeit bewundern kann,
die dank der im archäologischen Bereich gesammelten wissenschaftlichen Daten wieder aufgebaut wurden. Das wertvolle historische Erbe macht Vaste ein der beliebtesten Ziele der Wissenschaftler und der Besucher, die sich für das alte salentinische Erbe interessieren. Poggiardo bewahrt in seinem Gebiet ein wichtiges Naturerbe auf. Das innovative didaktische Arboretum ist dem städtischen Museumssystem verbunden. Es ist ein Naturpark, der sich entlang die Hänge der Erhebung von Poggiardo in der Nähe vom archäologischen frühchristlichen Landgut Giuliano erstreckt. Der grüne Bereich ist ausgerüstet, um Familien mit Kindern oder Ausflügler auf der Suche nach Erfrischung am besten aufnehmen zu können. In diesem natürlichen Umfeld kann man auch neue innovative Lernmethoden ausüben, die erlauben, das Aussehen und das Kennzeichen der salentinischen Baumarten zu kennen. Das Museumssystem von Vaste und Poggiardo fördert in der Provinz Lecce dank des Arboretums eine wichtige Valorisierung der biologischen Vielfalt der Umwelt der salentinischen Halbinsel. Eine weitere Einmaligkeit der natürlichen Landschaft von Poggiardo ist der Pinienwald Rote Meere. Der Name stammt aus der typischen rötlichen Farbe des Grundes, die die Anwesenheit in diesem Gebiet von dem typischen leuchtend roten Mineral Bauxit beweist. Das Territorium war Gegenstand einer wichtigen und heiklen Wiederaufforstung. Der Pinienwald erstreckt sich über ein 16 Hektare großes Gebiet und hat verschiedene natürliche Höhlen, wie die berühmte atmende Grotte, so wegen der Anwesenheit eines ständigen Lufthauchs genannt. In Poggiardo bestehen Kunst und Natur harmonisch und angenehm nebeneinander, und das beweist das anthropologische Reichtum, das sich noch heute für die spontane Gastfreundlichkeit und für die weise Erhaltung des eigenen Erbes gezeichnet hat.